Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper, habe dieses Sprüche-Journal immer noch für euch und heute geht es, man kann es unschwer erkennen, um ein Dingeldangel, beziehungsweise ich mache das den Dingeldangel mit einem Lesezeichen. Ich habe nämlich vor, hier quasi einen abnehmbaren Dingeldangel als Lesezeichen zu machen. Das ist, glaube ich, bei so einem dicken Buch eine ganz gute Idee, dass man ihn auch zur Seite legen kann. Habe ein bisschen Material, habe eine, ja, mein Basteldraht, der wird fast unsichtbar sein, also super viel Silber wird er nicht sein, weil ich finde, das passt nicht ganz so gut zusammen. Andererseits habe ich hier auch, ja doch, das wird schon. Ich habe hier auch so eine Blumenperlkappe gewählt und ein paar, ihr seht's, seht ihr das? So, bunte Elemente, verschiedene Metallfarben. Das ist mein Plan. So, jetzt habe ich nur noch eine Sache vergessen, und zwar meine kleine Kneifzange, um den Draht durchzukneifen. Da mein Bastelzimmer nicht besonders groß ist, kann ich weiterhin mit euch sprechen. Im besten Fall hört ihr mich ja sogar noch. So, dann brauchen wir eine Kneifzange. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Bastelzimmer im Moment aussieht. Ich werde es euch auch nicht zeigen, weil es sieht wirklich aus wie ein Bombeneinschlag, damit ich dieses Schätzchen hier fertig kriege. Habe ich ziemlich viel aus den Schränken geräumt. Hier stehen Kisten mit Stempeln, hier steht eine Schreibmaschine mit einem Weg, da steht meine Perlkiste. Ja, und Papier überall. Überall. Und mir gefällt das so, also jedenfalls für den Moment. Okay Leute, los geht's. Ja, üblicher Text, ne? Also lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne Likes da und Kommentare. Ich freue mich mega über Austausch und ich freue mich total. Es läuft wirklich an. Also ich kriege von euch Kommentare, total lieb, voll cool. Und ja, ich freue mich auch über Anregungen. Also wenn jemand sagt, Mensch, hier musst du unbedingt mal das und jenes machen, ja, herrlich, herzlich gerne. So, mein Plan. Ich weiß nicht, wie ihr immer eure Dingeldangel macht. Aber ich versuche, die so ein bisschen ungleich zu machen. Also das heißt, dass nicht jede Seite von dem Dingeldangel oder nicht jeder Bereich so, sag mal, gleich lang ist, sondern dass ich halt so unterschiedlich lange Stücken habe. Ich habe jetzt eh sowieso unterschiedlich lange Arbeitsteile hier. Und ich versuche, ja, wir haben jetzt auch so ganz lange, die sind mir zu lang, muss ich sagen. Also das Dingeldangel, wenn das Buch steht, möchte ich, dass der nicht auf den Boden kommt. Nicht ist immer so ein schwaches Wort. Meine Stimme ist heute Morgen so ein bisschen belegt irgendwie. Wir haben gestern ziemlich lange im Wald wursteln und arbeiten und Holz holen. Ich bin irgendwie noch etwas stimmlich angeschlagen. So, gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich ja nur so ein kleines Dingeldangel-Tüdelü. Aber wenn ich so ein kleines Stückchen über habe, Zauberkadauber. Damit kann ich nämlich noch einen Tab oder irgendwas machen. Irgendwas an den Seitenrand. Jetzt habe ich zwar die Seiten schon dekoriert, aber das tut ja nichts. So. Genau, dieses Video mache ich jetzt mal nicht in Highspeed. Ich möchte jetzt einfach hier mit euch vor mich hincraften und euch ein bisschen was von meinem Sonntag erzählen. Vielleicht erzählt ihr mir ja auch mal was von eurem Sonntag. Das wäre doch gleich mal was. Ja, wie verläuft denn euer Sonntag? Seid ihr den ganzen Tag am Basteltisch gefangen? Nein, dürft ihr euch den ganzen Tag am Basteltisch aufhalten? Also dürft. Erlaubt ihr euch das selber? Dürfen es immer so. Ich weiß, es kann euch ja keiner verbieten, irgendwie an den Basteltisch zu gehen, ne? Hoffe ich. Ich hoffe für euch, dass euch keiner verbieten kann, an den Basteltisch zu gehen. Ich stehe tatsächlich gerne und extra früh auf morgens, um... Ich hoffe, ich bin überhaupt im Bild. Nein, nicht ganz. Ich rutsche ein bisschen höher. So. Ich stehe tatsächlich am Wochenende gerne früh auf, um einfach meine Bastelzeit zu haben. So, ich glaube, dieses Level hier ist mir zu kurz. Da könnte mir auch zu kurz sein. Die Dinger hier sind lang genug. Ist auch kurz. Kurz. So, ich möchte natürlich was von diesem Glitzer... Netzstoff hier so mit reinbringen. Und ich möchte auch hier diese Tüllüs reinpacken. So, also eine Sache, die ich auf jeden Fall machen muss, ich weiß gar nicht, ich glaube, hänge ich Tüllüs, die hänge ich an Fäden. Ich möchte jetzt hier diesmal gar nicht, oh, falsche,
falsches Werkzeug. Ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie Draht, also die kleinen Anhänger hier an Draht hängen, sondern ich möchte die an Stoff hängen. Ich mache mir immer folgenden Anfang, das heißt immer, also ich mache mir des Öfteren, wenn ich Dingeldangel mache, mache ich mir erstmal den Anfang, dass ich mir eine Perlkappe an eine, weiß ich nicht, entweder an Karabiner ziehe oder hier an dieses Lesezeichen. Ziehe ich mir jetzt erstmal eine Perlkappe dran mit ein bisschen Abstand, also es muss ja nicht hier direkt Spack dran sein. Und dann mache ich den erstmal so ein bisschen auf, dass die Perlkappe da bleibt, wo sie ist. So, jetzt habe ich erstmal hier den Anfang, ne? Das heißt, der Dingeldangel, der wohnt dann an dieser Perlkappe. Ihr seht es hier. Ich hoffe, es zoomt. Zoomt es, ich glaube schon. So, Anfang gemacht. Die Sachen hier habe ich erstmal zur Seite sortiert. Man kann sie ja nachträglich noch irgendwie dranhängen. So, und jetzt finde ich, dass dieser Faden, also der hellblaue, gar nicht so gut passt. Also werde ich den schwarz-weiß nehmen. Ich könnte jetzt ja noch ganz viele Perlen und so dranhängen, aber dieses Ding, das ist schon echt voll. Dieses Ding namens Junk Journal ist schon echt voll. Und das ist zumindest ein kleines Schächtelchen aus Notenpapier. Das ist ein bisschen fragil, deswegen habe ich es nicht in meine Adventskalender eingebaut. Also, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt hier einen Knoten. Naja. Ich merke echt, ich habe sogar Muskelkater in den Fingern vom Holz machen. Das ist, ich weiß nicht, ich bin irgendwie kein Waldarbeiter, kein Geborener. So. Das Glöckchen haben wir schon mal fein aufgehängt hier. Schwupps. Das ist ganz... Und wir haben mal ein Dingeldangel, nein, ein Bimsel, ihr Anhänger, zu wenig. Also zu wenig, also ich habe jetzt nicht gleich, also eine symmetrische Anzahl, eine gerade Anzahl, habe ich irgendwie jetzt gerade nicht. Tut mir das was? Kann ich da irgendwas anderes dranhängen? Klar, kann ich jetzt noch irgendwie was holen. Vielleicht kann auch einfach irgendwas direkt anbinden, ne? So, weil dann habe ich nämlich das hier zum Beispiel. Und ich kann mir Folgendes machen. Ich kann das Herzchen ja einfach höher hängen. Das ist natürlich auch möglich. So, dass ich jetzt zum Beispiel diese Hand, die ich habe, diese müsste ein Maya-Hand oder sowas sein. Ich, boah. Wahrscheinlich lüncht mich jetzt gleich irgendjemand, dass ich das nicht erkannt habe. So. Oder lacht sich herzhaft kaputt oder so. Ich mache das jetzt so, ich hänge die Hand an die eine Seite. Dann nehme ich das Herzchen, was eine ziemlich kleine Öse hat, was fies für meinen Faden hier ist, weil der ist ein bisschen bockig, würde ich mal. So, jetzt mache ich das nämlich so, dass ich das Herzchen hier auf halbe Höhe hänge. So, die anderen Anhängerchen, die habe ich ja schon am Buch selbst in der Spitze verteilt. Und werde daher hier nicht so viel... Ach, verdammt. Gerade durch gewesen. Werde daher an dem Bimsel-Bamsel nicht so viel Metall dran hängen. Heute Morgen kein Zielwasser. Nun ja. Nicht so schlimm. Ich mache das jetzt so, dass ich die Wolke und das Herzchen auf einer Seite hängen. Immer so bei so einem Bimsel-Bamsel finde ich das gar nicht schlimm, wenn das so einen Roségold-Ton hat. Eigentlich ist das überhaupt nicht meine Farbe. Aber wenn man so ein buntes Bimsel-Bamsel macht, wie ich jetzt hier gerade, dann finde ich das völlig in Ordnung. So, mein Vorgehen an dieser Stelle ist jetzt einfach, dass ich sie mir alle irgendwie über die Hand hänge. Dass sie auch immer so sind, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal irgendwie
Reihenfolge und Co., weil ich muss sie an einer Stelle nämlich zusammenfassen. Muss sie an einer Stelle zusammenfassen, dass sie. Ja, nein, das ist so muss, das ist ja. Ich kann hinterher noch trimmen. Trimmen ist erlaubt und willkommen. So. Ich weiß gar nicht, ihr seht noch gar nicht, welche Längen ich wo habe, ne? Ist, glaube ich, aber nicht so schlimm. Das wird nachher nämlich noch in meinem Dreh wird es gedreht. Ihr werdet es sehen. Manche sagen auch, ich hätte den Dreh raus oder so. Na, 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 na. Als ihr euch denkt, was macht die Alte da? Sie versucht, die Bimsel-Bamsel-Fadenkolonie hier beisammen zu halten und in ein sinnvolles Maß zu bringen. Maß heißt, überall ist ein kurzes und ein langes Fädchen. So, jetzt habe ich das so halbwegs. Jetzt, also wenn ihr euch das anguckt, habe ich jetzt hier so eine Frisur. Nein, das ist noch keine Frisur, es ist noch. Es ist nicht mal Fokuhila, es ist. Und war noch sehr rechts-links-lastig, sagen wir mal so. So, jetzt mache ich das, lege ich mir den ganzen Klumpatsch hier zusammen, nehme meinen kleinen süßen Draht mit der Perlkappe, so, und ich lege das wirklich auf die Perlkappe und drehe den Draht hier. Und drehe den auch ein-, zweimal, dass das, sag mal, da fest sitzt. An der Perlkappe. So, und jetzt lege ich den Draht rechts, links wieder zur Seite und drehe die Frisur wieder um. So, das hier wird eine Junk Journal Frise. So, alle Sachen, alle Bimselbamsels, die jetzt noch organisiert und sortiert werden wollen, bitte einordnen. Weil jetzt nehmen wir diese Frise hier. Ja, Lesezeichen, du bist gerade so ein bisschen im Weg. Du kommst gleich zu deinem Recht. Jetzt nehmen wir nämlich diese Frise und drehen hier oben einfach, also Betonung liegt auf einfach, hier rundherum. Das Einzige, wo man hier noch echt drauf achten muss, ist, dass die Enden dann nicht irgendwie wild abstehen und man sich irgendwie stechen kann. Ja, das ist nicht so schön. Das macht keinen Spaß und keinen Sinn. So. Ich habe übrigens neulich ein Plakat gesehen, wo ich gesehen habe, dass der Großflohmarkt in Hannover, der wirklich mitten in Hannover an der Leine ist, wieder aufmacht. Und das freut mich gar sehr. Ich finde, ich liebe Flohmärkte. Ganz manchmal gehe ich auch selbst was verkaufen. Aber die allermeiste Zeit gehe ich tatsächlich gucken. Da gibt es so schöne Sachen. Und vor allen Dingen der in Hannover mittendrin. Der hat auch ganz, ganz viele so antike Sachen. Also auch Möbel und. Na, da kaufe ich natürlich nicht. Also, was heißt natürlich? Also, ich kaufe keine Möbel auf dem Flohmarkt. Einfach, weil ich die gar nicht durch die Stadt transportieren kann. Jetzt rein von meinem, würde ich sie da kaufen? Ja, klar, würde ich. Und ja, auf jeden Fall, jetzt hat gerade meine Tochter reingeguckt und mich abgelenkt. Ich dachte, die Nase schläft nur ein wenig. Ja, auf jeden Fall gibt es da ganz skurrile, tolle, feine Sachen, die man wunderbar zum Basteln benutzen kann. Meine Drahtenden sind mir hier gerade ein bisschen kurz. Deswegen muss ich hier mit der Zange ein bisschen nachhelfen. Weil ich würde ganz gerne mein Dingeldang hier oben noch verschließen. Schließen heißt dann für mich, dass ich es wirklich zusammendrehen kann. Der Draht verzeiht mir meine ruppige Ort hier mit der Zange. So, gucken wir mal.
steht noch was ab, was piekst. Und das drücke ich mir jetzt einfach nur ins Dingeldangel rein. Aber jetzt piekst ja gar nichts mehr. So, meine Lieben, schaut euch das an. Es bimmelt. Also schaut euch das an, es bimmelt. Das ist auch ein schöner Satz. Schaut euch das an, es bimmelt. Nein, hier ist das Glöckchen. Ich liebe Glöckchen. Ich finde, Glöckchen können wunderbar in so einem Dingeldangel wohnen. Wenn ich mir das jetzt hier mal ins Buch mache, hoch, muss mal gucken, ob das mal kurz genug ist. So, jetzt mal eine Seite, wo das gut wohnen kann. Ja, am besten hier so. Ja, komm gar nicht so nah an den Buchrücken dran. Okay, wenn ich mir das jetzt hier so, ich lege euch das mal hin, weil sonst könnt ihr das gar nicht richtig sehen. Ich lege euch das mal hin. Mal hier ein bisschen zu lang, weil ich möchte einfach, wenn das Buch steht, das Dingeldangelchen nicht auf den Boden schleift. So. Dingeldangel frisiert. Also, und selbst wenn man das jetzt hier lang zieht, kommt man gerade ans Ende. Und tada! Dingeldangel Lesezeichen fertig. Video fertig. Guck mal eben, Ausschnitt. Passt, das heißt, ihr seht, was ich tue, das ist herzallerliebst. Ich werde jetzt hier meinen Klumpatsch gleich wegräumen und dann geht's weiter mit Sprüchen im Journal verteilen und auch die ganzen Karten. Also ich denke mal, so zwei Videos könnten noch hierbei rauspurzeln, wenn ich es ja richtig mache. Und dann könnt ihr euch schon mal aufs Finale, aufs Flipthrough freuen. Bis hierhin soweit, Dingeldangel fein, es geht weiter, bis demnächst in diesem Kino.